Frage: Glaubst du an Prophezeiungen? Ich denke da unter anderem an Alois Irlmeier, Vorzeichen Dritter Weltkrieg, aber auch an Robin Kaiser, den du hier ja schon erwähntest. Du sprichst in deinen Podcasts dieses Thema nie an, deswegen frage ich. Wenn wir das große Thema der Prophezeiungen anschauen, geht es im normalen menschlichen Verständnis im Kern darum, um die Frage, wie können wir hier überleben? Werden wir in der Welt überleben? Dies aber ist nun ganz und gar nicht die Fragestellung wirklicher Geistesschulung. Zumal, wenn uns klar werden soll, dass dies hier alles nur Illusion und Traum ist, unser ganzes Erdenleben, eine Art innere geistige Projektion auf die Leinwand des träumenden Bewusstseins, und es sollte uns insofern nicht Sorge bereiten, wenn da mal unangenehme Bilder auftauchen und die Sache nicht so gut für uns ausgeht, im Sinne des physischen, also körperlichen Überlebens. Der Kern der Geistesschulung besteht darin zu erkennen, dass wir Geist sind. Geist in Gottes Geist und in einer schwierigen Lage uns befinden, in dem Sinne, dass wir träumen und nicht merken, dass wir träumen. Und zwar wir träumen von einer Welt, die es in Wahrheit nicht gibt. Überspitzt gesagt, wir sind gar nicht hier. Und Prophezeiungen legen natürlich jetzt das Schwergewicht sozusagen auf das Überleben in dieser Welt. Das ist ja das, was uns beschäftigt und was mich als Kind, wenn ich mich genau erinnere, mit 6, 7 Jahren schon beschäftigt hat, die Frage, wird es noch mal einen großen Weltkrieg geben? Und mir wurde auch schnell klar, es könnte dazu kommen, und meine Eltern könnten mich nicht davor schützen. Nicht wirklich. Hier stellte sich bei mir damals ein Gefühl absoluter existenzieller Unsicherheit ein. Das war sehr unangenehm. Ich wusste, das kann hier schlecht ausgehen. Und wenn wir die Geistesschulung ernst nehmen, wissen wir, dass die ganze Welt, das Konstrukt von Welt, die Welt, die wir projiziert haben, in sich zum Scheitern verurteilt ist, weil sie auf der Idee der Trennung beruht, der Spaltung, nämlich der Abspaltung von Gott, von der Quelle. Wir haben hier unseren eigenen Laden aufgemacht, jenseits von Eden, jenseits des Himmels, und wollen hier auch überleben. Klar, das ist menschlich. Aber das muss hinterfragt werden, ob diese Haltung Sinn macht. Und ich habe im Textbuch im 6. Kapitel einige wunderbare Stellen gefunden, wo Jesus uns auf dieses eklatante Missverständnis hinweist, unter dem wir hier leiden. Darauf möchte ich jetzt im Einzelnen eingehen, denn so wird seine Haltung klar. Wie schaut er die Welt an? Wie schaut er uns als Träumende an? Was ist sein Anliegen? Warum reicht er uns seine Hand? Ja, und wo führt uns das hin, wenn wir sie ergreifen? Ich steige ein im Textbuch 6. Kapitel Römisch 1, Arabisch 6, 1 bis 11. 1 bis 11 heißt 1. bis 11. Satz. Hier spricht Jesus zu uns, wie er immer zu uns spricht im Kurs, ganz frank und frei, so direkt. Und ich lese das mal vor und gehe dann auch gleich in die Interpretation. Ich hänge den Text auch im Schriftbild entsprechend hier an, ja, an den Podcast an, dass man das nochmal nachlesen kann. Wie ich schon sagte, wie du lehrst, so wirst du lernen. Wenn du so reagierst, als würdest du verfolgt, so lehrst du die Verfolgung.
Eine solche Lektion sollte ein Sohn Gottes nicht lehren wollen, wenn er seiner eigenen Erlösung gewahr werden möchte. Lehre vielmehr deine eigene vollkommene Unantastbarkeit, welche die Wahrheit in dir ist, und sei dir darüber klar, dass sie gar nicht angegriffen werden kann. Sehr stark, sehr klar. Unser normales menschliches Bewusstsein ist ein Bewusstsein der Angst. Wir kämpfen hier ums Überleben. Allein das ist schon verrückt. Allein das ist schon krank. Aber wir sind gesteuert aus der Angst, ja, und schauen, wie kann ich hier überleben? Wie du lehrst, so wirst du lernen. Was lehren wir? Ja, und das werden wir lernen. Das wird unsere Welt sein. Wenn du so reagierst, als würdest du verfolgt, so lehrst du die Verfolgung. Wollen wir uns so begreifen? Das ist doch die Frage, die Jesus uns hier stellt. Er weist auf ein Missverständnis hin. Der Sohn Gottes, der die Sohnschaft ja in Gott erkennt und akzeptiert, weiß, dass er Geist in Gottes Geist ist und nicht verfolgt werden kann. Was als äußeres Bild im Film ablaufen mag, wird er nicht überbewerten. Er wird es anders erleben können, das mal zumindest doch. Und ich behaupte auch, wenn wir im richtigen Geist durch diese Welt wandeln, im Geiste der Liebe, werden wir unsichtbar, weil wir nicht mehr angreifen. Wir greifen nicht an und fühlen uns auch nicht angegriffen. Und so gehen wir aus der Ego-Ebene raus. Wir gehen auf eine höhere geistige Ebene. Wie du lehrst, so wirst du lernen. Wenn du so reagierst, als würdest du verfolgt, so lehrst du die Verfolgung. Eine solche Lektion sollte ein Sohn Gottes nicht lehren wollen, wenn er seiner eigenen Erlösung gewahr werden möchte. Selbst wenn er es noch nicht ganz ist, noch das Bewusstsein für Erlösung ist noch nicht ja vollständig etabliert in unserem Geist. Das mag so sein und sicherlich ist da was dran. Aber wir sind auf dem Weg dahin und in diesem Sinne können wir ja Verfolgung nicht als Thema für uns in Anspruch nehmen. Wir müssen das fallen lassen. Wir sind nicht verfolgt. Andere mögen tun, was sie wollen und uns sehen, wie sie wollen. Unser Selbstverständnis, unser Sein in Christus kann ein völlig anderes sein als das, was unsere scheinbaren Verfolger ja auf ihrer Festplatte da ausagieren. Eine solche Lektion sollte ein Sohn Gottes nicht lehren wollen. Darauf, das ist ein wichtiges Wort hier, nicht lehren wollen, wenn er seiner eigenen Erlösung gewahr werden möchte. Jesus fragt uns immer wieder, er stellt uns immer wieder Fragen. Möchtest du die Erlösung? Möchtest du deine wahre Natur erkennen? Möchtest du den Frieden Gottes haben? Immer wieder stellt er uns im Kurs diese Fragen. Und dann sagt er, lehre vielmehr deine eigene vollkommene Unantastbarkeit, welche die Wahrheit in dir ist. Und sei dir darüber klar, dass sie gar nicht angegriffen werden kann. Also, wer im Geiste der Unantastbarkeit, und das ist die im Geiste Gottes über diese Erde wandelt, scheinbar hier in diesem Film auftaucht, der kann sich nicht angegriffen fühlen. Das geht gar nicht. Er kann das nicht so erleben. Versuche nicht, sie selbst zu schützen, die Unantastbarkeit. Ja, in Klammern. Versuche nicht, sie selbst zu schützen, dass du da in Aktion trittst, sonst glaubst du, sie sei angreifbar. Genau, genau. Ja, eine Versicherung, eine Absicherung,
ist eine Abwehr gegen ein Ungemach. Die Feuerversicherung oder die Krankenversicherung, ja, soll Feuer oder Krankheit abwehren. Und oftmals ist eine unbewusste Dynamik dann da drin, ja, mit im Paket drin, dass wir eigentlich das, was wir abwehren wollen, ja erwarten und anziehen und es dann in unser Leben kommen kann. Das ist ja das Paradox, das Verrückte daran. Anders ausgedrückt, was ich bekämpfe, stärke ich in meinem eigenen Geist. Vor allem in der Welt da draußen bekämpfe. Ja, die Angst, ja, ist immer, oder die Furcht, die Angst vor etwas ist immer eine geheime Absicht, tiefenpsychologisch gesprochen, so hat Freud es mal formuliert, ja, dass es dann in unser Leben kommen kann. Was wir abwehren, stärken wir. Was wir abwehren, erwarten wir. Versuche nicht, sie selbst zu schützen, deine Unantastbarkeit, ja? Sonst glaubst du, sie sei angreifbar. Genau, was wir schützen wollen, halten wir für angreifbar. Wir müssen gar nichts schützen in diesem Sinne. Von dir wird nicht verlangt, dich kreuzigen zu lassen, was ein Teil meines eigenen Lehrbeitrags war. Von dir wird nur verlangt, meinem Beispiel angesichts viel geringerer Versuchungen fehl wahrzunehmen, zu folgen und sie nicht als falsche Rechtfertigungen für Ärger zu akzeptieren. Was wir hier sehen ist, Jesus führt uns wieder auf die geistige Ebene. Dort werden die Weichen gestellt für das, was wir nachher auf der illusionären physischen Ebene erleben. Es sind Haltungen, Glaubenshaltungen, hochenergetische geistige Prozesse, die in uns ablaufen und auf die er uns hinweist, ja, dass wir dort ansetzen und dort überprüfen, wes Geistes Kind wir sind. Wo stehe ich? An was glaube ich denn nun? Von dir wird nicht verlangt, dich kreuzigen zu lassen. Na, wenn das keine gute Nachricht ist. Das ist ja schon mal fantastisch. Wenn man den Katholizismus nun völlig falsch verstanden hat, wird man sagen, naja, ich folge dir nach und ich nehme mein Kreuz auf mich und das inkludiert, dass ich die Kreuzigung erleben muss. Dass man hier gedemütigt, fertig gemacht wird und dass man hier leiden muss, dass man hier alles opfern muss, dass man alles hergeben muss. Das ist das falsch verstandene Christentum. Das ist ein Ego-Christentum, wo es nur von Blut und Rache und Schweiß und Tränen und Wahnsinn nur so trieft. Das sind Schulddynamiken. Und Jesus sagt, erkenne deine wahre Natur, mach dir klar, du bist unschuldig und frei in Gott, so wie ich es auch bin als dein großer Bruder. Ich bin den Weg gegangen, ich habe es erkannt und ich weiß, dass es auch in dir ist. Die Unschuld, die Unantastbarkeit, das heißt ja Unantastbarkeit. Ich bin unschuldig und frei im Geist, untötbar im Geist, der ich bin, denn ich bin kein Körper. Dieser Satz steht ungefähr 46, 47 Mal im Kurs. Ich bin kein Körper. Eine wichtige Erkenntnis. Wir träumen von einem Körper. Der Körper ist ein Traumbild innerhalb unseres träumenden, schlafenden Geistes. Und Jesus hat nicht umsonst dieses körperliche Sein ad absurdum geführt, indem er sich kreuzigen ließ und geistig daneben stand und zuguckte. Und nur sah, naja, das brauchen die jetzt so. Das brauchen die anderen so. Tränen und Schmerz und Angst und Tod. Das ist ihre Geschichte, aber es war nicht mehr seine. Er war jenseits dessen. Von dir wird nicht verlangt, dich kreuzigen zu lassen, was ein Teil meines eigenen Lehrbeitrags war. Nicht die Kreuzigung ist sein Teil, die Lehre zu etablieren, es uns klar zu machen, worum es geht, auf das wir erwachen. Auf das wir erkennen, wer wir in Wahrheit sind. Kein Körper. Das sind Spiegelfechtereien, eine Kreuzigung.
Mord und Totschlag und all das, was hier auf der körperlichen Ebene passiert. Es hat mit dem Leben in Gott nichts zu tun, gar nichts. Von dir wird nur verlangt, meinem Beispiel angesichts viel geringerer Versuchungen, nicht? Jetzt wird das schon mal ein bisschen runterskaliert hier, die ganze Geschichte. So dramatisch müssen wir es gar nicht nehmen. Es reichen unsere Versuchungen, nämlich Fehl wahrzunehmen, ein spannendes Wort, Fehl wahrnehmen führt zu falschen geistigen Schlüssen. Die Fehlwahrnehmung spielt darauf ab, an, ja, zielt darauf ab, auf das Thema, dass Wahrnehmung generell illusionär ist. Wir nehmen Fehl wahr sozusagen, weil die Wahrnehmung Projektion ist. Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Das sind die Bilder auf der Leinwand des träumenden Bewusstseins. Fehl wahrzunehmen. Noch einmal den Satz, von dir wird nur verlangt, meinem Beispiel angesichts viel geringerer Versuchungen, Fehl wahrzunehmen, zu folgen und sie nicht als falsche Rechtfertigungen für Ärger zu akzeptieren. Oh, jetzt kommen wir zu einem spannenden, heißen Thema. Ärger. Wut. Hass. Die Fehlwahrnehmung führt zu einer falschen Rechtfertigung für Ärger. Nach dem Motto, was die mir angetan haben, die verdienen alle den Tod. Ja, wenn ich mich für einen Körper halte und das meine einzige Grundlage ist, muss ich zu solchen Schlüssen vielleicht kommen. Aber es ist trotzdem eine Fehlwahrnehmung. Eindeutig. Gehen wir hier weiter im Thema, in der Thematik Fehlwahrnehmung und Ärger. Es kann keine Rechtfertigung für etwas geben, was nicht zu rechtfertigen ist. Glaube nicht, dass es eine solche gibt und lehre nicht, dass es sie gibt. Denk immer daran, dass du das lehren wirst, woran du glaubst. Glaube mit mir. Und wir werden als Lehrer ebenbürtig werden. Also, von dir wird nur verlangt, das ist jetzt das, was uns, worum uns Jesus bittet, seinem Beispiel, meinem Beispiel, angesichts viel geringerer Versuchungen, Fehl wahrzunehmen, zu folgen und sie nicht als falsche Rechtfertigung für Ärger zu akzeptieren. Was er möchte, ist, dass wir erkennen, wir sehen nur Bilder im träumenden Geist und diese Bilder sind Illusion. Da stirbt niemand. Der Geist, der wir sind, kann nicht sterben. Es gibt keinen Tod. Der Tod ist eine Erfindung des Ego-Denksystems, nämlich innerhalb des illusionären Denksystems der Trennung. Es gibt keine Trennung, es gibt keine Abspaltung, ja, es gibt überhaupt keine Spaltung, absolut gesehen, weil wir im Geiste alle eins sind. Auch die Aufspaltung in Täter und Opfer selbst, ja, falsches Selbst, ist verrückt. Der Täter ist auch Opfer und das Opfer ist auch Täter. Es ist alles dasselbe, es sind immer zwei Seiten einer Medaille. Es gibt keine Spaltung. Wir gehen darauf im Folgenden noch weiter ein und ich gehe jetzt im sechsten Kapitel, Textbuch, sechstes Kapitel, Römisch 1, 9, 1 bis 3. Wir tasten uns mal voran. Sehr, sehr spannend alles. Eine sagenhafte Geschichte, die uns hier serviert wird für die Geistesschulung, die wir ja aufgenommen haben. Ich habe mich entschlossen aufzuzeigen, um deinet und um meinetwillen, dass der ungeheuerlichste Angriff, wie das Ego ihn beurteilt, keine Rolle spielt. Und der ungeheuerlichste Angriff, ja, wie das Ego ihn beurteilt, ist sicherlich ja, die Kreuzigung, die Verurteilung und Kreuzigung Jesu. Des historischen Jesus, der den Christus in sich erkannte.
Er sagt dann hier weiter, wie die Welt diese Dinge beurteilt, nicht aber wie Gott sie kennt. Wurde ich verraten, verlassen, geschlagen, geschunden und schließlich getötet? Es war klar, dass dies nur wegen der Projektion anderer auf mich geschah, da ich niemandem geschadet und viele geheilt hatte. Ganz klare Aussage. Welch ein Missverständnis. Nicht? Wir beurteilen die Dinge nach unserem Wahrnehmungsvermögen. Aber auf dieser Basis kann es kein klares Urteil geben, keine klare Einschätzung, weil Wahrnehmung keine Wahrheit vermittelt. Wahrnehmung steht wirklicher Wahrheitserkenntnis diametral gegenüber. Wahrnehmung entspringt dem Ego-Denksystem. Die fünf Sinne wurden dazu gemacht, um uns geistlos zu machen und um uns aus dem Geist rauszukatapultieren in eine illusionäre, verrückte, gespaltene Welt. Das ist die ganze Geschichte. Nicht? Und hier hat er sich, ich habe mich entschlossen aufzuzeigen, um deinet und um meinetwillen, dass der ungeheuerlichste Angriff, wie das Ego ihn beurteilt, keine Rolle spielt. Zu Deutsch, es ist nichts passiert, was der Rede wert wäre. Ich habe nicht gelitten, das sagt er hier eigentlich. Wie die Welt diese Dinge beurteilt, nicht aber wie Gott sie kennt, wurde ich verraten, verlassen, geschlagen, geschunden und schließlich getötet. Es war klar, dass dies nur wegen der Projektion anderer auf mich geschah, da ich niemandem geschadet und viele geheilt hatte. Hier kommt die Projektion ins Spiel. Die projizieren ihren eigenen Wahnsinn auf ihn. Jesus war die absolute, sauberste, reinste Projektionsfläche. Wenn die Liebe kommt und uns hier begegnet, schauen wir in einen absoluten Spiegel und sehen, was wir sehen wollen. Und wer lieben will, erkennt die Liebe. Und wer Rache will, erkennt die Rache. Oder den Tod, den Wahnsinn, den Schmerz und das Ende. Diese Liebe kann nur das spiegeln, was in uns ist. Insofern ist er der reinste Spiegel. Und das gefiel denen gar nicht. Sie haben es irgendwo auch gespürt, ja, dass sie auf sich selbst durch ihn zurückgeworfen wurden. Man kommt nicht raus. Man muss sich letztlich selber erkennen, ja, in dem, was Jesus uns als Spiegel vorhält. Das heißt aber nicht, dass er gelitten hat. Überhaupt nicht. Der Spiegel ist frei. Die Liebe ist frei. Und weil sie liebt, zeigt sie uns, wo wir stehen. Wir müssen das anschauen, um es dann loszulassen und aufzugeben. Ich gehe weiter hier. 6. Kapitel, Römisch 1, 10, 1 bis 6. Wir sind noch in diesem Bereich. Als Lernende sind wir nach wie vor gleich, auch wenn wir nicht die gleichen Erfahrungen machen müssen. Der Heilige Geist freut sich, wenn du von den meinen Erfahrungen, könnte man sagen, in Klammern, lernen und durch sie wiedererweckt werden kannst. Das ist ihr einziger Sinn und Zweck und auch die einzige Art und Weise, wie ich als der Weg, die Wahrheit und das Leben wahrgenommen werden kann. Wenn du nur eine einzige Stimme hörst, Stimme großgeschrieben, also die Stimme Gottes im Innern, wird nie von dir verlangt, Opfer zu bringen. Im Gegenteil, dadurch, dass du imstande bist, den Heiligen Geist in anderen zu hören, kannst du aus ihren Erfahrungen lernen und Nutzen ziehen, ohne sie selbst direkt zu erleben. Das liegt daran, dass der Heilige Geist eins ist. Und jeder, der hinhört, wird unweigerlich dazu hingeführt, seinen Weg für alle aufzuzeigen. Seinen großgeschrieben, der Weg des Heiligen Geistes, der Weg der Erlösung, der Heilung.
Das ist hier eine spannende Textstelle. Es befreit uns von der Last nach dem Motto, ich muss hier alles nochmal durchleben und was mir da noch fehlt und das muss jeder Mensch und jeder muss diesen steinigen Weg gehen. Nein, überhaupt nicht, nein. Der Heilige Geist verbindet uns miteinander. Kein Geist lernt für sich allein. Eine der Kursübungen. Geister sind miteinander verbunden. Und das ist der Heilige Geist. Das ist die Rechtgesinntheit. Wer rechtgesinnt ist, profitiert von den Lernprozessen aller und teilt seine Prozesse zugleich mit allen. Das ist das Wesen der Liebe. Sie dehnt sich zum Wohle aller, für alle, durch alle hindurch und zu jedem hin aus. Wunderschön. Noch einmal, als Lernende sind wir nach wie vor gleich, auch wenn wir nicht die gleichen Erfahrungen machen müssen. Der Heilige Geist freut sich, wenn du von den meinen, in Klammern könnte man sagen Erfahrungen, lernen und durch sie wiedererweckt werden kannst. Also wir können uns mit Jesus in tiefer Hingabe so verbinden, dass wir von seinem Lernpotenzial, was er verwirklicht hat, absolut profitieren. Und es zu uns rüberfließt sozusagen, sich in uns schon entfaltet, ohne dass wir jeden einzelnen Schritt mühsam, elendiglich, vielleicht unter Schmerzen oder Verwirrung oder was auch immer, ja, nachvollziehen müssen, noch extra gehen müssen. Nein, das fällt weg. Hier ist die Abkürzung, hier ist der Kurs. Ja, hier ist der berühmte Satz, die Inhalte, was es zu lernen gilt, erstes Kapitel, sind festgelegt. Daran ist nichts zu rütteln. Die Zeit, die Geschwindigkeit, in der du es lernst, legst du selber fest. Und in dem Maße, wie wir uns mit dem Joker, mit der Jokerkarte, mit dem Generalschlüssel verbinden, und das ist Jesus Christus, in dem Maße kürzen wir den ganzen Weg ab und können den Kurs entsprechend schnell lernen. Das ist möglich. Es geht um die Hingabe. Wir sind wieder bei dem großen Thema. Die mystische Hingabe, dieser tiefe Hingabeprozess, ja, dass wir die Erlösung wirklich von ihm als Geschenk empfangen wollen. Und es ist ein Lernen und ein Lehren. Läuft multidimensional sozusagen da ab. Und was wir ja lernen, das geben wir auch, das lehren wir auch. Und da müssen wir genauer hinschauen, sind wir wirklich ganz klar auf der richtigen Schiene, dem Heiligen Geist, nämlich der Heilig-Geist-Schiene, verankert. Noch einmal kurz hier der wichtige Satz. Wenn du nur eine einzige Stimme hörst, also wenn wir ganz und gar auf den Heiligen Geist hin fokussiert sind und ausgerichtet sind und ihn hören wollen, wird nie von dir verlangt, Opfer zu bringen. Das ist so die ultimative Angst auch der aller Kursschüler, weil wir alle das katholische Erbe in uns tragen. Man muss Opfer bringen. Jesus wird mir alles nehmen, was mir Freude macht und so weiter. Dieser ganze Quatsch, ja, der dann da kommt. Gottes Wille ist wahrscheinlich ein völlig anderer Wille als der meine und so weiter. Naja, in gewisser Weise hier und da stimmt das, nicht? Aber jetzt daraus zu schließen, ich muss alles Schöne, was mir Freude macht, opfern, das ist völliger Unsinn. Wir werden es selber hergeben, weil wir das Größere dadurch empfangen können. Das kommt dann schon von selber. Irgendwann klingelt es dann bei jedem. Im Gegenteil, dadurch, dass du imstande bist, den Heiligen Geist in anderen zu hören, kannst du aus ihren Erfahrungen lernen und Nutzen ziehen, ohne sie selbst direkt zu erleben. Sagenhaft. Fantastisch. Ja. Also wir müssen nicht alle Erfahrungen aller, jeder Einzelne muss das nicht alles durcharbeiten. Ist nicht nötig. Weil der Heilige Geist eben verbindet. Und weil wir in Wahrheit ja sowieso eins sind. Das ist ja die ganze Geschichte dahinter. Es gibt nur einen Gottessohn und nicht 8 oder 10 Milliarden oder was auch immer. Es gibt nur ein wahres Selbst.
diesen einen Gottessohn, das können wir jetzt nicht begreifen, da müssen wir nicht groß drüber meditieren und nachdenken jetzt, das ist nicht der Punkt, ja. Das wird sich uns offenbaren, diese ultimative Wahrheit der Einheit, wenn es soweit ist. Aber da sind wir noch nicht. Jetzt geht es erstmal darum, unseren Ärger, der gerechtfertigt zu sein scheint, abzulegen und wirklich den Frieden zu wählen. Ich will nur Frieden. Ich will nur Liebe. Ich will nur, ja, in Sanftmut und in geistiger Nüchternheit und Klarheit das Innerste, die innersten Schätze erkennen, empfangen und weitergeben. Das will ich. Ich gehe nochmal zu Kapitel 6, Römisch 1, 11, 1 bis 2. Wichtig, und ich komme dann noch auf das Thema, keine Sorge, jetzt rattern schon einige rum, ja, wann kommt denn nun endlich diese Prophezeiungsgeschichte? Ja, wir kommen gleich dazu. Jetzt ist so ein Kernsatz hier, den schauen wir uns jetzt an. Jesus, du wirst nicht verfolgt, ebenso wenig wie ich es wurde. Es wird nicht von dir verlangt, meine Erfahrungen zu wiederholen, weil der Heilige Geist, den wir miteinander teilen, dies überflüssig macht. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Wenn das keine ist, ich weiß nicht, was sonst noch kommen soll. Du wirst nicht verfolgt. Wir haben nur Fantasien, Wahnvorstellungen der Verfolgung in uns, ja, wenn wir falsch wahrnehmen, wenn wir falsch den Bruder anschauen, im falschen Lichte sehen und seine Aggression nicht als einen Hilfeschrei um Liebe wahrnehmen können, sondern als Aggression, als egomane Aggression, als Sadismus oder sonst was. Es mutet manchmal sadistisch an, keine Frage. Aber die Sadisten jagen auch sich selber. Sie mögen sich selber nicht. Der Selbsthass in denen, die aggressiv sind, ist nie zu unterschätzen. Sie hassen sich selber. Sie machen sich selber fertig im anderen. Sie lieben den anderen nicht und sie lieben sich selbst nicht. Wer sich selber liebt, kann keinen da draußen verfolgen. Das geht gar nicht. Wer mit sich selber im Frieden ist, kann nicht in den Krieg ziehen da draußen. Es geht nicht. Du wirst nicht verfolgt, ebenso wenig wie ich es wurde. Er sagt hier, ich habe das völlig anders wahrgenommen. Ich habe es so gesehen, wie ich es nur sehen konnte, aus dem Bewusstsein der göttlichen Einheit heraus. Da kann ich nur sagen, es gab überhaupt keinen Grund zur Angst, ja, verfolgt zu werden und den Tod zu fürchten, wenn ich weiß, ich bin Geist in Gottes Geist und die Sache ist schon klar. Das ist hier alles nur ein verrücktes, seltsames Spiel von Spiegelfechtereien. In einem wahnsinnigen Spiegelkabinett. Völlig verrückt. Und er hatte das erkannt. Wenn ich weiß, dass ich träume, können im Traum 10 Tiger auf mich zustürzen. Es macht nichts. Es passiert ja nichts. Ich kann durch diese Tiger nicht getötet werden, wenn ich doch im Bett liege und nur davon träume. Und dann luzid träume und weiß, ich träume gerade davon. Ja, wo ist das Problem? Da ist keins. Da ist keins. Wer hat was gesehen? Wer hat es wie gesehen? Wir müssen immer nach dem fragen, wer hat geschaut? Wer hat uns die Geschichte erzählt? Naja, die Jünger, die damals noch in einer ziemlichen Konfusion feststeckten, die Schuldgefühle hatten, die sauer waren, dass Jesus nicht die Revolution startete, dass er die Römer nicht aus dem Land schmiss und so weiter. Absolute Missverständnisse am laufenden Band. Sie verstanden ihn ja nicht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, gute Nacht, Freunde. Was ist denn mit dieser Welt? Wir hatten doch gehofft, du wirst uns hier retten und die Sache hier in Ordnung bringen und mal wieder Recht und Ordnung etablieren. Ja, darum geht's noch nicht. Illusionen kann man nicht reparieren. Sie müssen losgelassen werden. Das, was heil und ganz ist, ist ja da. Der Geist, das Reich Gottes.
inwendig in uns, näher als Hände und Füße, näher als unser Atem und so weiter, wenn wir jetzt mal ja, die Bibel bemühen wollen. Wunderbare Stellen. Du wirst nicht verfolgt, ebenso wenig wie ich es wurde. Wollen wir das glauben? Wollen wir uns davon überzeugen lassen, dass das so ist? Ich möchte das. Ich möchte das. Ich brauche keine dramatischen, brutalen Erfahrungen, ja, um zu einer Gotteserkenntnis zu kommen. Ich denke, es geht auch sanft. In diesem Sinne interessiert mich nicht, was Seher da sehen oder zu sehen glauben oder wie auch immer das ist, ja, gesehen haben, dass da irgendetwas kommt. Die Gefahr ist am Ende, ich glaube daran und dann wird es eine self-fulfilling prophecy. Dann muss es für mich am Ende auch so sein. Weil ich da Energie reingebe in diese Schauungen, in diese Prophezeiungen. Und ich rede nur von meinem eigenen Erleben. Ich rede nicht von anderen Leuten. Ich kann am Ende des Tages nur auf mich selber zurückgeworfen das Ganze anschauen, aus meiner Perspektive. Nur darum geht es im Moment. Ich kann nur mein Denken über die Welt verändern, nicht das Denken anderer Leute. Das wäre verrückt. Aber mein Denken über die Welt, meine Vorstellungswelt, wie ich Dinge begreife und erlebe und fühle und schmecke und dann richtig erlebe, das ist meine Entscheidung. Und wie andere das machen, das ist deren Sache. Da habe ich kein Recht einzugreifen. Das muss man alles so stehen lassen. Aber ich kann mich diesem Jesus Christus, diesem Christusgeist zuwenden und um die Heilung meines Geistes bitten. Der ganze Kurs, wenn ich es aus meiner Perspektive, Reinhard Lier, so mal sagen darf, Traumgeschichte, ja, Reinhard Lier, ist nur für mich gemacht. Ja, die ganze Welt nur für mich gemacht. Meine Welt, in Anführungsstrichen. Und das kann hier jeder, der hier zuhört oder nicht zuhört, wie auch immer, ja, kann genau dasselbe für sich in Anspruch nehmen. Und sagen, das ist ja alles nur für mich gemacht. Richtig, ist ja auch so. Und damit würde ich arbeiten. Und die Arbeitsanleitung ist völlig klar. Akzeptiere keine Verfolgung. Du wirst nicht verfolgt. Akzeptiere keine Krankheit. Du musst nicht krank sein. Hör auf an Schuld und Tod und Teufel und ja, den Wahnsinn zu glauben. Du brauchst das nicht. Bruno Gröning ging schon in diese Richtung. Er hat das ganz klar gesagt, lassen Sie das Böse oder das Dunkle oder den Wahnsinn, wie auch immer er es sagte, nicht zu. Lassen Sie es draußen, lassen Sie es nicht rein in sich. Bleiben Sie geistig klar. Wählen Sie den Frieden Gottes, die Heilung. Ja, Glaube und Vertraue, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Und insofern, diese Prophezeiungen sind problematisch. Die Frage ist immer, welchen pädagogischen Wert haben sie, dass sie uns in Angst und Schrecken halten und wir vielleicht dadurch Klarheit oder einem besseren Menschentum finden? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Es stellt sich hier grundsätzlich die Frage, müssen wir leiden? Und der Kurs gibt hier eindeutig die Antwort, nein. Wir haben eh schon genug gelitten. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Jeder von uns, jeder Mensch. Schauen wir uns die Menschheit an. Gelitten, wir sind leiderprobt sozusagen. Was soll das? Was soll das? Die Frage ist doch, wie kann es enden, dieses Elend? Und wie können wir in den Frieden Gottes finden? Das ist doch die einzig sinnvolle Frage. Was müssen wir tun, um dahin zu kommen? Und grundsätzlich mal auch diesen Glauben aufgeben, dass Leiden einen Wert hat. Nein, das wäre absurd. Wird im Himmel irgendwo gelitten? Rennt da noch jemand rum, der Schmerzen hat? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das wäre ja wohl ein Widerspruch in sich. Im Himmel, im Geist, im Höchsten ist nur Liebe. Und wir sind ein Teil dieser Liebe, dieser Ausdehnung der Liebe des Vaters im Sohn. Wunderbar. Da kann kein Elend sein. Und das, was wir hier als Elend erleben,
Das ist lösbar, erlösbar. Deswegen ist Jesus da, um uns hier die Tür zum Christus, zum inneren Christus, zu diesem höchsten Bewusstsein zu öffnen. Du wirst nicht verfolgt, ebenso wenig wie ich es wurde. Also, ja, wenn wir im Geiste Gottes wandeln, im Geist des Heiligen Geistes, werden wir sinnvoll agieren hier in der Welt. Wir werden das Sinnvolle tun, das, was der Liebe dient, der Ausdehnung der Liebe. Und was wir Gutes weitergeben können, werden wir weitergeben. Und wir werden empfangen und weitergeben, und da muss kein Mangel sein. Fülle ist im Geist. Ein friedvoller Geist ist keine kleine Gabe, es ist eine große Gabe. Das sollten wir nie unterschätzen. Und dann können wir segensreich wirken. Ich gehe noch mal hier in Textbuch 6. Kapitel Römisch 1, 11, 5 bis 7 zum Schluss. Meine einzige Lektion, die ich lehren muss, wie ich sie lernte, ist: keine Wahrnehmung, die nicht im Einklang mit dem Urteil des Heiligen Geistes steht, lässt sich rechtfertigen. Ich habe es unternommen, zu zeigen, dass dies in einem Extremfall zutraf, nur darum, weil es eine gute Lehrhilfe für die sein konnte, die nicht in solch extreme Versuchung geraten würden, dem Ärger und dem Angriff nachzugeben. Ich will mit Gott, dass keiner seiner Söhne leiden soll. Jesus spricht hier zu uns: Ich will mit Gott, dass keiner seiner Söhne leiden soll. 6. Kapitel Römisch 1, 11, Absatz 11, 7. Satz, der letzte Satz. Meine einzige Lektion, die ich lehren muss, wie ich sie lernte, ist: keine Wahrnehmung. Also illusionäre Welt, davon reden wir hier. Wir müssen wissen, wovon wir reden. Wovon spricht er? Die nicht im Einklang mit dem Urteil des Heiligen Geistes steht. Nur der Heilige Geist kann das beurteilen, was wir hier als illusionäres Geschehen wahrnehmen. Wir können es nicht beurteilen. Ja? Keine Wahrnehmung, die nicht im Einklang mit dem Urteil des Heiligen Geistes steht, lässt sich rechtfertigen. Nur wenn sie mit dem Urteil des Heiligen Geistes im Einklang ist, kann sie gerechtfertigt werden, umgekehrt. Also jede Wahrnehmung ist per se illusionäre Wahrnehmung. Wir sehen Bilder auf der Leinwand des träumenden Bewusstseins. Wir sitzen im Kino. Es wird ein Bühnenstück, ein Film gezeigt. Und wir sagen, das ist ja schrecklich, das ist ja furchtbar, ich muss jetzt kämpfen, ich muss an die Leinwand rennen, ich muss da mal den Bösewicht schlagen oder Einhalt gebieten. Und es sind Bilder, es sind alles Bilder. Der Geist, in dem das passiert, ist verwirrt. Es ist der Geist des einen Gottessohnes, der träumt. Im Traumzustand. Und er träumt von sich selber in milliardenfacher Zersplitterung und geht auf sich selber los, das menschliche Herz im Konflikt mit sich selbst. Wir sind immer es selber, jeder in jedem gespiegelt, der eine Gottessohn. Ein Spiegel, der zerschellt ist auf einem Marmorboden mit Milliarden Splittern, da liegt und alle Splitter spiegeln sich ineinander. Ein Chaos, ein Wahnsinn, ein Schmerz. Der Mensch, die Menschheit, als ein Mensch, als ein Gottessohn, dem es wirklich schlecht geht. Und Jesus ist gekommen, um ihn da rauszuholen. Zu sagen: Wenn du willst, zeige ich dir den Weg, wie du Frieden finden kannst, wie du Heilung erleben kannst, wie du zurückfinden kannst zu deiner Quelle, die du in dir trägst. Denn der Schatz im Acker ist ja da. Es ist ja alles da. Und er spielt hier nochmal, macht hier noch eine Anspielung. Und zwar natürlich auf die Kreuzigung. Ich habe es unternommen, zu zeigen, dass dies in einem Extremfall zutraf. Nur darum,
weil es eine gute Lehrhilfe für die sein konnte, die nicht in solch extreme Versuchung geraten würden, dem Ärger und dem Angriff nachzugeben. Na ja, wenn da einer gekreuzigt wird und der ist unschuldig und hat nur ja geheilt und geholfen und gedient, und dann wird er zu Unrecht verurteilt, zu Unrecht, und muss leiden am Kreuz. Das ist ein Extremfall. Nicht? Und Jesus sagt, ich habe das durchgestanden, um zu zeigen, es auch das, ja, lässt sich, kein Ärger lässt sich durch so etwas auch rechtfertigen. Selbst da ist das Thema ausgehebelt, dass wir diese Welt hier für wirklich halten. Denn er hätte auch sagen können, jetzt hier in dem Zusammenhang, und er an anderer Stelle sagt das, ich bin kein Körper, du bist auch kein Körper. Was soll das Ganze? Es sind alles Bilder im träumenden Geist. Es hilft nur eins, aufwachen. Bitte aufwachen. Nochmal, meine einzige Lektion, die ich lehren muss, wie ich sie lernt, ist, keine Wahrnehmung, die nicht im Einklang mit dem Urteil des Heiligen Geistes steht, lässt sich rechtfertigen. Zu Deutsch, das ist alles gottloser Unfug. Und was wir da deuten und wie wir das zu sehen meinen und interpretieren, ist in diesem Sinne unerheblich, ist es falsch. Wir können das Gesamtbild nicht beurteilen. Weil wir ja gar nicht verstehen, dass wir im Kino sind, dass wir nur Bilder sehen. Und wir halten es für ja, den Tod, den ultimativen Tod. Es gibt ihn nicht. Es hat ihn nie gegeben. Umgekehrt könnten wir sagen, wir werden leben müssen. Die Frage ist nur, in welchem Zustand. Im Frieden Gottes oder im Wahnsinnsdenksystem des Egos, Egomaner, ja, Anfälle und Sadismen. Ich habe es unternommen, zu zeigen, dass dies in einem Extremfall zutraf. Nicht in einem Extremfall, in der Kreuzigung, wo ja jeder sagt, na, das kann doch nicht wahr sein, Gott hat ihn verlassen und so weiter. Das darf doch nicht wahr sein. Und der Heilige Geist sagt, nein, es ist alles ganz anders. Was du da siehst, ist nicht das, was eigentlich abläuft. Da ist nichts. Da ist nichts. Es ist nichts passiert. Es spielt keine Rolle. Es ist nichts passiert. Es gibt keinen Grund für Ärger und Angriff, für Rache. Es fällt alles in sich zusammen. Und das ist ein Problem, wenn wir jetzt unsere Zeit anschauen und wie verrückt das hier alles abläuft. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Es wird noch viel verrückter. Da ist noch Luft nach oben. Es muss so verrückt sein, damit wir merken, dass das hier auch alles immer verrückt war. Das ist nichts Neues. Im alten Rom hat es diese Phase gegeben und sonst wo, wie viele Reiche da schon untergegangen sind. Diktatoren, Herrscher, Wahnsinnige, Verrückte, was auch immer da alles war. Die Spiegelung des einen Gottessohnes in seinem Geist, ja, dramatisches Geschehen, großes Kino, auf das wir erkennen, das ist alles nichts. Es sind Bilder auf der Leinwand des träumenden Bewusstseins. Das war's dann. Und die Frage ist nur die eine. Will ich erwachen? Will ich aus dem Kino rauskommen? Oder bleibe ich auf meinem Sitz da gebannt sitzen und hoffe auf einen besseren Film, müsste ich eigentlich sagen, auf eine bessere Welt? Die meisten hoffen auf eine bessere neue Erde, eine bessere neue Welt. Naja, es geht um den Aufstieg. Diese alte Welt ist nicht zu retten. Da können die weitermachen wollen und sich gegenseitig bekriegen und die Macht entreißen und sich fertig machen und umbringen. Ich mache da nicht mit. Ich gehe. Für mich ist das erledigt. Wer da nicht mitmachen will, muss nicht mitmachen. Wir dürfen, wir können die Hand Jesu ergreifen und aufsteigen. Das ist das, was für mich die stärkste und schönste Botschaft ist des ganzen Kurses. Es ist vorbei, das Spiel ist aus. Wenn ich entscheide, in meinem Geist ist das Spiel aus. Wenn ich für mich das klar habe, wird alles in Richtung Heilung, Heilung, Heilung laufen. Und wir müssen uns keine Sorgen machen. Und er hat hier wunderbare, ich habe es ja vorgelesen, wunderbare Hinweise gegeben. Versuch nicht, da etwas zu schützen.
Ja, was Unsinn wäre. Du musst dich, du bist nicht bedroht, du wirst nicht verfolgt, du musst dich nicht schützen, du musst nichts abwehren. Wenn du was abwehren willst, bist du schon wieder in der Angst. Dann kommt schon wieder Ärger auf. Das ist alles ungerechtfertigt. Ich werde belangt und so weiter und ach, vergesst es. Alles nur Kino, alles dummes Kino. All die Traumfiguren, all die Geschichten, nicht mehr in den Geschichten stecken bleiben. Wer in den Geschichten verhaftet ist, der erhebt sich nicht von seinem Kinosessel, Theatersessel und geht nicht weg. Er will die Geschichte immer noch korrigieren. Er will immer noch Recht haben. Brauche ich nicht. Es ist schon alles passiert. Es interessiert mich nicht mehr. Das ist dieses Zurückschauen. Lots Frau dreht sich um und erstarrt zur Salzsäule. Sie kann Sodom und Gomorra nicht hinter sich lassen. Sie ist nicht bereit, es aufzugeben. Sie will Recht haben. Und sie wurde gewarnt. Er wurde gewarnt. Lauft, was ihr könnt, geht raus aus dem Wahnsinn und dreht euch nicht um. Hört auf, den Wahnsinn reformieren zu wollen. Es bringt nichts. Es geht jetzt um den radikalen, ja, und in diesem Sinne auch non-dualen Aufstieg, den Aufstieg in die Non-Dualität des reinen Geistes. Auf eine nächsthöhere Entwicklungsebene, die wirkliche Welt, wie es der Kurs nennt, neue Epochen, die anstehen. Es ist noch eine Reise, bis wir in die Totalität der Einheit mit Gott einkehren. Ja, das ist noch ein ziemlicher Prozess. Ich befürchte es, aber das ist nicht schlimm. Die nächste Ebene, wenn wir den Sprung schaffen, können wir vielleicht so bezeichnen, als fünfte Dimension. Von der dritten im Übersprung zur vierten. Die vierte wird ausgelassen, das Totenreich, da kann man nicht viel lernen, das ist schwierig. Da ist eine Verhaftung, da laufen keine großen Prozesse, das ist ein Reflexionsprozess, aber da passiert nicht viel Neues. Wir müssen in die fünfte Dimension. Wir überspringen die vierte und gehen in die fünfte. Und da müssen wir noch nicht mal den Tod, den physischen Tod, wenn wir ihn denn mal so nennen wollen, dass der Körper ausfällt, groß erleben und schmecken. Einfach weitergehen, drüber hinausgehen. Das wäre für mich das Ideal. Die Sache ist gelaufen, das Spiel ist aus. Es reicht. Wenn ich diesen Unsinn sehe, der hier im Ego-Denksystem läuft, kann ich doch nur sagen, Erbarmen und Vergebung. Ich vergebe mir selber meine dummen kleinen Träume. Die Sache ist erledigt. Ich mache nicht mehr mit. Und da brauche ich keine Prophezeiung. Da halte ich mich mit diesen Dingen gar nicht auf. Das ist hier alles, ja, verlorene Liebesmühe in dem Sinne, das Kranke reformieren und heilen zu wollen. Kann man das Ego heilen? Nein, das kann man nicht, weil das Ego noch nicht mal etwas Konkretes ist, was man in dem Sinne heilen könnte. Da ist nichts. Das ist ja das Absurde des Ego-Denksystems. Der Impuls der Trennung ist völlig unwirklich, der Spaltung. Da ist nichts. Also ist da auch nichts zu heilen. Man muss nur diese verrückte Idee loslassen und sie löst sich in nichts auf. Wenn das Virus nicht genährt wird in meinem Geist, wunderbar, keine Chance. Dann löst es sich auf. Aber wehe, ich nähere es. Wehe, ich fange an, irgendwas Altes aus der alten Welt zu verteidigen und retten zu wollen und drehe mich um und renne da wieder rein geistig. Das war's dann. Dann drehe ich noch meine Ehrenrunde. Dann können wir die nächste Inkarnation und Rückkehr noch einmal buchen und wieder nach links unten abbiegen. Die gewisse Geistwesen, Dunkelweltwesen, die freuen sich schon darauf. Die leben nämlich davon, dass wir immer wieder diesen Wahnsinn mitgemacht haben. Der Kurs ist radikal non-dual in diesem Sinne. Es gibt nur den Geist und alles andere sind Bilder, sind Trugbilder, sind Bühnenstücke, sind Geschichten, die können wir alle knicken. Immer dieselbe dumme Geschichte. Hauen und Stechen, Mord und Totschlag und Ärger und Hass und Rache und so weiter. Ich habe keine Lust mehr darauf. Es reicht. Es ist genug. Es ist vorbei.
wir dürfen gehen. Und der, der uns da rausführt, steht neben uns und wartet auf unser Okay, dass wir sagen, ich bin bereit. Es reicht. Es ist genug. Ich habe genug gelitten. Die anderen haben genug gelitten. Ich will nur noch raus. Und einer muss anfangen. Und das bin immer ich. Ich, der die Frage vernimmt, wer wird anfangen? Naja, ich. Wer denn sonst? Sonst ist da auch niemand groß. Ja, wir sind alle in diesem Sinne allein. Und doch einer, der eine Gottessohn, der ja von Verbannung träumt. Von diesem ganzen Elendsspiel, was wir hier über ja, Äonen, wie auch immer, schon durchgeackert haben. Und eigentlich ist nichts passiert. Ich will wissen und erkennen, dass nichts passiert ist. Dass nie etwas war, was irgendwie zu Turbulenzen hätte führen können. Da war nichts, da ist nichts. Es gibt keinen Grund, ja, hier zu leiden. Wir müssen es nicht. Ja, es ist eine wirkliche Herausforderung, das zu akzeptieren. Und das alte Narrativ, ja, auch der Verdammnis und so weiter, alles aufgeben, alles loslassen. Nur keine Feindbilder. Nur keine Spaltung, neue Spaltung auf hoher Ebene einführen. Bitte nicht. Bitte nicht. Herr, heile meinen Geist. Denn ich war wahnsinnig unterwegs. Und manchmal bin ich es vielleicht noch. Ich will raus. Es ist genug. Ich will mich im Bruder erkennen und den Weg der Heilung gehen. Vergebung, Vergebung, Vergebung. Deswegen ist die Vergebung der Königsschlüssel sozusagen zu allen Türen. Der Generalschlüssel. Die Vergebung ist es. Dass wir all das am Ende übersehen, was wir da zu sehen glaubten, an Unsinn, gottlosem Unfug. Erbarmen, Erbarmen, Erbarmen. Es ging uns wirklich schlecht. Und manchen geht es immer noch sehr schlecht. Und deswegen schlagen sie wie die Wahnsinnigen um sich. Und haben aufs falsche Pferd gesetzt und merken es langsam. Und sind nicht bereit abzurücken und umzukehren. Manche schon, ein Teil nicht, die wollen noch tiefer rein, die wollen es zwingen mit KI und dem ganzen Unsinn, der da fabriziert wird, wo man nur den Kopf schütteln kann, was für eine kalte, herzlose, seelen- und geistlose Welt da projiziert wird. Ja, darf sein, müssen sie durch, tief das Näschen reinstecken, tief durchatmen und bis es klar wird. Dass es ein Unsinn ist, ein verrückter Weg. Aber ich gehe dir nicht mit. Und diese Zeichen, die gilt es jetzt zu setzen, dass der Einzelne sagt, da mache ich nicht mit. Da gehe ich nicht mehr rein. Und da brauche ich auch keine Weltuntergangsszenarien und so weiter. Ich will nach oben zurück und zwar ja, zum Höchsten. In den Geist, in den reinen Geist, zum Vater, wenn wir es so wollen. Ein Bild, ein Symbol, klar. Ja, es ist spannend. Und wie gesagt, alle Ängste mit Weltuntergangsstimmung, das ist hier sowieso, die Welt wird, wie wird sie enden? In einer Illusion, wie sie begann. Man kann das nachlesen, Handbuch für Lehrer, wie wird die Welt enden? Wunderschön beschrieben. Sie endet in einer Illusion, wie sie begann. Sie löst sich in nichts auf. Ach, wie schön. Ach, wie köstlich. Wunderbar. Noch nicht mal ein riesiges Tara und Tamtam. Gar nichts. Sie wird nicht mehr genährt, sie wird nicht mehr gefüttert und in dem Sinne, in meinem Geist stirbt die Welt. Fertig. Aber ich werde da sein. Als der, der ich in Wahrheit bin. Der eine Sohn Gottes, der wir alle sind, kollektiv als einer. Fantastisch, fantastisch. Es kann nicht schief gehen. Nur sollten wir nicht mehr aufs falsche Pferd setzen. Welt und Dinge und Teilung und Spaltung und ja,
die Welt reformieren wollen und politische Utopien und so weiter, vergesst es. Das ist alles nicht der Punkt. Ist es nicht. Aber es ist in Ordnung. Die Menschen müssen je nach ihrem Begriffsvermögen da ihren Weg gehen. Das muss man respektieren und darf alles sein. Und es darf manche Geschichte noch entworfen werden. Aber ich sehe es, wie gesagt, weitergehen. Durchgehen, durch das ganze Bardo, durch all die Illusionswelten, all die Ego-Angebote, alles mal links liegen lassen und sich aufmachen, aufschwingen zum Höchsten. Jesus ist da, er wartet ja drauf, er wartet auf unser Okay, dass wir dazu bereit sind und sagt, ich will mit Gott, dass keiner seiner Söhne leiden soll. Was für ein Satz. Eine Zusage. Da dürfen wir ihn beim Wort nehmen. Dann hilf mir, steh mir bei, dass ich nicht leiden muss. Und die anderen auch nicht. Ich will das. Ich will das so sehen, so wahrnehmen und spüren und erfahren als eine geistige, innerste, höchste Erfahrung. Und will davon berichten und sie teilen mit den Brüdern. Oh ja, ich will mit Gott, dass keiner seiner Söhne leiden soll.